Passionierte Volkstänzerinnen und Tänzer haben jetzt im November Hochsaison bei den Katrain-Tänzen. Darf ja noch ein letztes Mal vor dem Advent das Tanzbein geschwungen werden. Und damit es auch in Zukunft viele Tanzbeine sind, werden die traditionellen Salzburger Volkstänze früh an die nächste Generation weitergegeben. In der Volksschule St. Johann lernen die Kinder spielerisch das Brauchtum im Jahreskreis kennen. Selbst von einem kleinen Sturz lassen sich Hanna und Leo nicht drausbringen. Sie wagen sich mit ihren Mitschülern an die traditionellen Salzburger Volkstänze heran. Die Drittklässler der St. Johanna Volksschule an der Salzach stellen sich dabei schon sehr geschickt an. Heute eins war schwierig, wo wir sie so bei Beinen nummern haben müssen. Einmal hat mein Partner, ist mein Partner niedergeflogen. Wir haben so mit 7 Schritte Vier und Zug. Und dann haben wir noch mit Partnern und Klatschen und Bewegungen und alles gemacht. Und das hat auch sehr Spaß gemacht. Seit mehreren Jahren schon vermittelt Hans Strobel den Kindern die wesentlichen Elemente des Brauchtums im Jahreskreis. Da ist, glaube ich, das Tanzen ganz, ganz wichtig. Ist auch wichtig für den Kopf, für die Koordination und für alles, einfach für die Gemeinschaft. Es gibt nichts Besseres, als wir tanzen. Auch die Erstklässler dürfen sich an einfacheren Volkstänzen versuchen. Und obwohl es für die meisten völliges Neuland ist, lernen sie sehr schnell. Dann wieder kannst ausgehen, dann wieder dran und dann stehen bleiben, dann mit den Füßen da und dann wieder dran, dann wieder mit den Füßen da und dann wieder dran. Zum kindgerechten Volkstanzkurs gehören natürlich auch Spiele dazu. Das war das Hasenspiel. Wir sollten immer laufen und die Buben machen in die eine Richtung und die Mädchen. Und dann musst du immer, wenn der aufgehört zum Spielen, dann musst immer wieder kommen zu deinem Partner. Das Tanzen fördert nicht nur Bewegung und soziale Kompetenzen, es kommen auch immer wieder musikalische Nachwuchstalente zum Vorschein. Koordination von Bewegung und Musik und noch Musik bewegen, das ist einfach ganz was Wichtiges. Und singen auch noch dazu, das sind drei Sachen. Wenn sie das schaffen, dann lernen sie es ja mit einem Instrument nachher natürlich viel leichter. Und am wichtigsten ist, dass die Kinder selbst Spaß dabei haben. 99% sind sehr aufgeschlossen und haben eine Mordsgaude dabei. Es ist eine Stunde mit Bewegung, mit Gemeinschaft und lustig. Ein bisschen singen, also mehr, besser kannst du nicht singen. Das war doch eine klare Botschaft von Hans Strobel. Es gibt nichts Besseres als Tanzen, hat er gesagt.